Frau Dr. Anne-Katharina Zschokke, die eingewilligt hat, heute hierher zu kommen. Und von der ich weiß, dass die Hälfte heute der Leute da sind, weil sie wussten, dass Frau Dr. Zschokke heute kommt. Herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Und ja, nach meiner Einschätzung auf jeden Fall bei uns die meistgelesene EM-Autorin, also die über effektive Mikroorganismen schreibt. Sie kommt aus einem kleinen Ort, Nettersheim in der Eifel, ist Ärztin und hat auch als Ärztin gearbeitet. Und was sehr für sie spricht, sie hat dann irgendwann festgestellt, dass sie dort ihrer Berufung nicht folgen kann und ist in den Gartenbau gegangen und lernte ab Ende der 90er Jahre EM kennen, also auch eine der ganz frühen EM-Pioniere, also quasi fast noch mindestens 5 Jahre vor mir. Ich bin erst seit 2003 dabei, ein Frischling sozusagen. Sie hat das noch sehr viel früher kennengelernt, unter anderem mit dem im Team mit dem legendären Landwirtschaftsmeister Adolf Denecke. Ist hier in unserer Region weniger bekannt, aber dort zwischen Köln und Bonn hat der also die fachliche Seminare und fachliche Beratung mit EM überhaupt erst eingeführt, deutschlandweit und zusammen mit Dr. Zschokke damals. Und sie führt diese Arbeit bis heute weiter. Sie hält EM-Seminare, Kurse, sie hat einen EM-Ärzte-Kongress schon veranstaltet und wirklich neue an ihren Büchern, an ihrem Konzept. Sie hat 5 EM-Bücher veröffentlicht, die sie uns hoffentlich alle vorstellen wird. Sie hat ein wirklich neues Konzept in die Welt gebracht, nämlich die friedliche ganzheitliche Mikrobiologie, die sie in ihren Büchern als Konzept vorstellt, dass man wirklich mal einen anderen Blick auf die Mikroorganismen entwickelt und die nicht immer nur, das ist der Schädling, den müssen wir loswerden, dagegen müssen wir kämpfen, sondern dass man da einen ganzheitlichen, einen friedlichen Blick, dass wir den Krieg gegen die Mikroben in unserem Körper vielleicht aufgeben und versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten und nicht nur in unserem Körper. Genau, ja, also heute internationale freie Fachdozentin Dr. Anne-Katharina Zschokke, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ja. Ach so, genau. Ja, ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich. Ich gehe mal auf mein Podest hier oben. Ist ein bisschen weit weg, oder? Aber, ich komme zur Begrüßung wieder runter. Ich fühle mich sonst so erhaben. Würde ja passen hier bei dem schönen Wetter. Das macht uns ja alle ein bisschen erhaben hier mit der Sonne. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Die Anfrage war schon so begeisternd zum Erdbeerfest. Und in der Eifel sind wir mit dem Wetter immer so ein bisschen hinterher. Da sind die Erdbeeren noch nicht reif. Dann habe ich gedacht, dann komme ich halt hierher, um frische Erdbeeren zu essen. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Die Erdbeere ist ja eine ganz besondere Frucht. Nicht nur, weil sie die erste ist, die im Frühjahr saftig, rot und reif ist. Und erst grün und dann guckt man und dann ist sie reif und das Wasser läuft einem schon im Munde zusammen. Man sieht vor seinem inneren Auge Vanilleeis, Kuchen, Schlagsahne. Also das ist ein ganz wichtiger Grund für die Erdbeere. Aber sie ist auch botanisch eine besondere Frucht. Sie ist nämlich gar keine Frucht. Sie ist eine Scheinfrucht. Aber was für uns heute relevant ist, sie ist eine Sammelfrucht. Ich habe Erdbeeren mitgebracht. Nein, die sind von hier. Die habe ich natürlich nicht im Flieger transportiert. Aber da sehen Sie, diese Sammelfrucht hat nämlich klitzekleine Samen draußen drauf. Das sind diese kleinen gelben Pünktchen, das sind Nüsse. Also falls Sie es nicht wussten, wenn Sie vorhin ein Stück Erdbeerkuchen verspeist haben, Sie haben jede Menge Nüsse verzehrt. Und das Besondere an dieser Erdbeere ist, wenn man die jetzt mal aufschneidet, im Kuchen können Sie das sehen, dann gehen von jedem dieser kleinen Nüsse ein kleiner Faden nach innen, so eine helle Struktur. Und da gibt es hier diese kleinen Dellen draußen drauf. Und wenn man sich das anguckt, hat das eine zauberhafte Ordnung. Die sind nicht aufeinander und nicht krumm und schief, sondern in einer wunderschönen Anordnung, die dieser Erdbeere ein zauberhaftes Muster verleiht. Ja, und dann schneiden Sie das durch und sehen diese ganzen hübschen weißen Strukturen, die nach innen gehen. Manchmal ist so ein herzförmiger Innenraum, ne, das Herz innen drin, kennen wir auch.
Und das ist das, was dieser Frucht eine Ordnung verleiht, eine Struktur gibt und auch Halt gibt. Wir wissen, wenn die Erdbeere gekocht ist oder tiefgefroren war und wir tauen sie wieder auf, dann ist sie matsch. Dann ist die Ordnung futsch und die Struktur verloren. Dann hat diese Frucht keinen Halt mehr. Aber wir haben diese Erdbeere nicht umsonst heute hier, denn es gibt interessante Bezüge zu unserem Thema. Unser Thema heute ist ja natürlich heilen mit Bakterien. Ich bin gebeten worden, eine Lesung zu machen zu diesem Buch. Und damit es ein bisschen unterhaltsam ist, rede ich auch zwischendurch. Und hinterher dürfen Sie dann auch noch Fragen stellen. Ich habe mir sagen lassen, wir können so lange die Fragen beantworten, bis Sie zufrieden sind und nach Hause gehen. Ich halte es durch. Ja, natürlich heilen mit Bakterien. Unser heutiges Thema und zum Verständnis dessen, worüber wir sprechen wollen, hilft uns die Erdbeere nämlich als Sammelfrucht. Denn auch wir Menschen sind eine individuelle Form, die eine Ordnung hat und eine Struktur. Nicht? Also wir hatten ja gesehen hier, unsere Erdbeeren haben gewisse Formen und bestimmte Strukturen und die sind individuell sehr verschieden. Können Sie das erkennen? Ja, das ist eine Badehose-Erdbeere. Ja? Also jede Form ein bisschen verschieden. Das ist eine Herzerdbeere. Ja? Und so sind wir Menschen auch verschieden, jeder von uns. Und so wie die Erdbeere eine Sammelfrucht sind, sind wir Menschen in gewisser Hinsicht auch eine Sammelfrucht. Nur nicht mit Nüsschen, sondern mit Bakterien. Denn diese Bakterien geben auch uns die Ordnung und die Struktur. Und wenn die nicht wären, gäbe es uns nicht, hätten wir keine Ordnung, wären wir so ähnlich wie eine tiefgefrorene und aufgetaute Erdbeere. Matschig, lätschig. Und das werden wir auch, wenn wir zu wenig Bakterien haben. Da kommen wir dann noch drauf. Also die Bakterien als Grundlage unserer Sammelfruchtstruktur, Ohrläppchen hier, Nase da, kleiner Finger hier und nicht woanders. Da kann uns die Erdbeere mit ihrem Verständnis helfen. In der Geschichte der Erdentwicklung weiß man, dass die Bakterien die ersten Lebewesen waren auf unserem Planeten. Das heißt, ohne Bakterien gäbe es hier nichts von dem, was wir sehen. Nichts. Nicht das Getreidefeld, nicht die Grasnarbe unter uns, nicht die Blumen, nicht die Beete, die wir eben besichtigt haben. Und uns selber auch nichts. Keine Tiere. Alle diese Lebewesen haben ihre Form, ihre Ordnung und ihre Struktur den Bakterien zu verdanken. In der Kunstgeschichte hatte die Erdbeere immer eine besondere Bedeutung. Sie galt nämlich zum Beispiel in den Gemälden im Mittelalter von Paradiesgärten, wo sie oft der Mutter Maria zugesellt wurde, als Frucht, der Sinnbild des Edlen gepaart mit Bescheidenheit. Edel deshalb, weil sie ihre weiße Blüte in Licht streckt, der Sonne entgegen und sich dann aber der Erde zuneigt mit ihrer Frucht. Und wir wollen uns hier und heute mit unserem Blick auf die Bakterien da ein bisschen annähern. Wir wollen den Blick ein bisschen mit den Augen das Licht auf unsere Bakterien richten und wollen dann in der Ausrichtung auf sie vielleicht erleben, dass wir uns anschließend mit ein bisschen Demut vor dem, was die Bakterien uns alles bedeuten, wieder auch der Erde zuwenden und den Bakterien dort mit dem allen, was uns als Lebensgrundlage aus der Erde gegeben wird. Eine Revolution mit den Bakterien. Es mag für die meisten Menschen befremdlich anmuten, dass Kleinstlebewesen, nämlich Bakterien, auf einmal heilsam sein sollen. Dass mit ihnen Krankheiten kuriert werden können, mit denen zahllose Menschen sich bisher plagten, dass sie Probleme lösen können, die noch bis vor kurzem als unüberwindbar galten, und dies einfach, preiswert und universell. Haben wir nicht von klein auf gelernt, dass Bakterien Krankheitserreger sind, vor denen wir uns fürchten müssen, dass sie eine Gefahr für den Körper darstellen und es ein Immunsystem gibt, das wir stärken müssen, um uns gegen Bakterien zu verteidigen? Ja, das haben wir gelernt und es ist immer noch die übliche Meinung der allermeisten. Doch wir stehen mitten in einer Revolution in der Medizin. In einer Umwälzung, die Diagnostik, Menschenbild und Therapiekonzepte so verwandeln wird, wie schon lange nichts mehr. Die nicht aus einfachen Neuerungen besteht, nicht der gängigen Medizin eine weitere Methode hinzuführt, sondern
uns herausfordert, das Bild vom Menschen in Gesundheit und Krankheit grundlegend umzukrempeln. Heraus kommt große Hoffnung für viele Kranke, Erleichterung für Therapeuten und sogar mehr Frieden auf der Welt. Seit wenigen Jahren gibt es neue Entdeckungen zur Bedeutung der Bakterien für den Menschen, die zahlreiche sicher geglaubte Leitsätze in der Medizin völlig über den Haufen werfen und Grundgerüste therapeutischen Handelns erschüttern. Bakterien sind die Partner unserer Gewebezellen im Körper, und wenn diese Partner fehlen, wenn sie verändert sind oder gestört, werden wir krank. Sobald dieses Miteinander wiederhergestellt wird, kann sich auch Gesundheit wieder einstellen. Bereits 1949 sagte einer der Pioniere der Medizin mit Bakterien: Bakterien heilen kranke Menschen besser, natürlicher und nachhaltiger als alle Methoden, die gegen die Bakterien gerichtet sind. Auch wenn diese Erkenntnis also nicht gänzlich neu ist, bedurft es doch der neuen Entwicklung mikrobiologischer Techniken, um nachzuweisen, dass sie der Wahrheit über die Beziehung von Mensch und Bakterien entspricht. Und allmählich entdecken selbst Zweifler die wahrhaft lebensnotwendige Bedeutung der Bakterienbesiedlung. Und mit großem Schwung widmet sich jetzt die internationale Forschungsgemeinschaft der neuen Entdeckung ihrer selbst. Es ist, als würde ein Schleier beiseite gezogen und hervor tritt die erstaunliche und auch erschütternde Erkenntnis: Wir haben die Bakterien nicht nur durch Mikroskope gesehen, sondern auch durch eine psychische Brille, die uns den wahren Blick auf ihr Wirken gänzlich verstellte. Sobald wir diese Brille abnehmen und ihre wahre Bedeutung sehen, kann es uns wie Schuppen von den Augen fallen. Wir erkennen, warum wir krank sind, und wir finden Wege, wieder gesund zu werden. Und zwar auf einfache, natürliche und jedermann zugängliche Weise. Über 120 Jahre lang galten Bakterien als Feinde der Menschen, die bekämpft werden sollten. Und dazu wurden die raffiniertesten Mittel entwickelt. Mit den daraus entstandenen Strategien haben wir das Miteinander von Bakterien und Mensch auf der Erde gründlich zerstört. Dass wir zugleich unseren Körper seiner gesunden Grundlage beraubten, war uns nicht klar. Inzwischen wissen wir es. Und jetzt brauchen wir nur noch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und dieses Buch möchte Sie hineinnehmen in die neuen Erkenntnisse, möchte Ihnen zeigen, wofür Bakterien eigentlich da sind und was sie für uns Großes bedeuten. Sie werden lesen, warum man ohne sie krank wird und wie man mit ihnen sowohl mit Leib und Seele als auch an Leib und Seele wieder gesund werden kann. Dieses Buch ist in 4 Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit uns Menschen in Beziehung zu den Bakterien, was und welche Rolle sie in der Medizin üblicherweise spielen und was das bedeutet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Bakterienbesiedlung des Menschen als Ganzen. Das heißt, welche Bakterien sitzen unter der Zunge und im Magen und zwischen den Zähnen, so nicht einzelne Stämme, das ist uninteressant, sondern welche Gemeinschaften, welche Bedeutung hat das? Und was bedeutet das für unser Leben und dass es denen gut geht? Ein dritter Abschnitt beschäftigt sich mit den traditionellen medizinischen Methoden, mit Bakterien zu heilen. Das ist nämlich nicht neu, werden Sie dann hören. Und im vierten Teil habe ich eine Mikrobiomtherapie entwickelt, wie man sein Mikrobiom gut behandelt, behandeln im alltäglichen Sinne und behandeln im medizinischen Sinne. Jetzt dürfen Sie gleich ein erstes Wort neu lernen, Mikrobiom. Das ist nämlich neu, das Wort Mikrobiom. Mikros ist alles, was so klein ist, dass man es mit bloßem Auge nicht sieht. Und Bakterien sieht man nicht einfach so. Die Bakterien auf Ihrem Handrücken können Sie gerade nicht sehen, oder? Sieht die jemand? Also, zu klein, um sie mit bloßem Auge zu sehen, heißt Mikro. Mikrobiom, Bios, heißt griechisch das Leben. Mikrobios, klitzekleines Leben. Und Om ist die Endung, wenn es mit Genen zu tun hat. Und das hat mit der Entdeckungsgeschichte dieses Phänomens zu tun. Wir haben also jetzt ein neues Organ in uns und das ist die Gemeinschaft aller Bakterien in unserem Körper. Das Mikrobiom. Der Fachbegriff hieß ursprünglich anders, aber im Volksmund hat sich das so eingebürgert, weil das auch so ein schöner Name ist. Sonst sagte man eigentlich Mikrobiota. Das ist aber auch die lateinische Bezeichnung für einen sibirischen
Kriechstrauch in der Botanik. Und deshalb finde ich, Mikrobiom passt eigentlich ganz gut. Ja. Und unser Umgang derzeit mit den Bakterien ist ja von einer Geschichte geprägt, die wir jetzt korrigieren dürfen. Und daraus entstanden gewisse Widersprüche. Welt der Widersprüche. Krankheiten nehmen weltweit zu. Kaum ein Konzept in der Medizin ist derart mit krassen Widersprüchen gespickt wie die therapeutische Bekämpfung von Bakterien. Das fängt mit der Bezeichnung an. Wie kann etwas Heilmittel sein, was gegen Anti, das Leben, Bios gerichtet ist? Antibiotika wurden entwickelt, um Infektionskrankheiten bestenfalls auszurotten. Im Jahre 1962 schrieb der damalige Nobelpreisträger für Medizin, Frank McFarlane Burnett, noch: Die Beherrschung der Infektionskrankheiten stellt den überhaupt größten Erfolg dar, den der Mensch über seine Umwelt zu seinem Nutzen errungen hat. Dieser Erfolg ist prinzipiell vollständiger. Sie hören, 1962 war man der Überzeugung, man hätte prinzipiell alle Infektionskrankheiten jetzt beseitigt. In der Wirklichkeit nahmen die Infektionskrankheiten aber seither zu. Und die Probleme, die für Mensch und Umwelt seither entstanden sind, sind größer als je zuvor. Auch die Vorhersage, dass die Tuberkulose im Jahre 2000 ausgerottet sein sollte, trat nicht ein. 2013 erkrankten mehr als 7 Millionen Menschen daran, weltweit, und auch ihre Zahl nimmt zu. Und dennoch wird dieses antibiotische Konzept nicht in Frage gestellt. Dann gibt es die ganzen Nebenwirkungen, die wir kennen, die man haben kann, wenn man ein Antibiotikum schluckt. Und die werden ja oft nicht als Nebenwirkung, also die sind ja dann keine Krankheit. Ne? Wenn ich ein Antibiotikum bekomme und bekomme Durchfall, dann ist das ja nur eine Nebenwirkung. Wenn ich was Falsches esse und kriege Durchfall, ist es eine Krankheit. Und Nebenwirkungen, da wartet man, bis es wieder gut ist. Und Krankheiten behandelt man. Merken Sie, was da für Widersprüche drin liegen. Ich bin nicht gegen Antibiotika, das muss ich gleich dazu sagen. Das können wir nachher differenziert noch betrachten. Aber es ist wichtig, diese Widersprüche mal zu betrachten, um zu sehen, was wir da als Menschen eigentlich tun. Der größte Widerspruch jedoch ergibt sich aus den Erfahrungen mit den Bakterien selbst, nämlich als die Entstehung von Resistenzen. Dieses Unempfindlichwerden gegenüber der gewünschten Wirkung ist nichts anderes als eine natürliche Reaktion von Lebewesen, die sich dadurch von einer existenziellen Bedrohung schützen wollen. Es ist ein Gesetz des Lebens, das sich selbst erhalten will. Bakterien sind lebensnotwendig. Paradox mutet also unser Umgang damit an. Wir verhalten uns nämlich den Resistenzen der Bakterien gegenüber so, als sei Homo sapiens nicht lernfähig. Sie kennen das Thema Resistenzen mit Sicherheit, das hat man schon mal so gelesen. Als es die ersten Antibiotika gab, gab es kurz darauf Resistenzen. Dann hat man das nächste Antibiotikum entwickelt, wieder Resistenzen. Dann hat man ein neues Antibiotikum entwickelt, wieder Resistenzen. Dann entwickelt man ein Breitbandantibiotikum und dann hat man Breitbandresistenzen. Dann nimmt man das nächste. Ja, das ist schon langweilig. So geht das seit Jahrzehnten, seit den 60er Jahren. Und es ist doch erstaunlich, dass man immer das Gleiche macht. Also wenn das ein Firmenchef machen würde, wäre der längst gefeuert. Nicht? Also wir Menschen dürfen das offensichtlich, wir haben uns noch nicht gefeuert. Aber man darf ja mal drüber nachdenken. Es ist gewöhnlich eine Grundfähigkeit des Menschen, aus Erfahrung zu lernen. Wer auf eine heiße Herdplatte fasst und sich dabei schmerzlich die Finger verbrennt, hat dazugelernt und wird in Zukunft überprüfen, ob die Platte heiß ist, bevor er darauf langt. Mit der Bakterienbekämpfung scheint dies offensichtlich und aus unverständlichen Gründen nicht der Fall zu sein. Das Konzept ist von grundlegender Erfolgslosigkeit begleitet und wird dennoch ständig weiterverfolgt. Im Januar 2016 hieß es, man wolle den Vorsprung gegenüber resistenten Bakterien wahren. Dabei stolpern wir den Bakterien in Wirklichkeit einige Milliarden Jahre hinterher. Medikamentenentwicklung und Wirksamkeitsverlust aufgrund bakterieller Resistenzen folgen in schöner Regelmäßigkeit aufeinander. Und was geschieht? Es wird immer lauter nach intelligentem Umgang in der Anwendung und nach neuen Mitteln derselben Art gerufen.
Mit der Frage, warum dies so ist, könnte man Psychologen beschäftigen. Mit der Erfahrung, dass es so ist, können wir eigentlich nur eins, damit aufhören. Das Erfreuliche ist, es gibt Alternativen. Diese beginnen billig, gefahrlos, leicht und für jedermann machbar mit einem simplen Umdenken. Bakterien sind keine Feinde. Wir haben ihnen das Leben auf der Erde zu verdanken, jeden Tag neu, auch unser ganz persönliches eigenes. Wir brauchen sie nicht zu bekämpfen. Sobald man das Leben der Einzeller in und um sich versteht und die Erfahrungen nutzt, die die Menschheit seit Anbeginn der Zeit mit ihnen macht, kann einem gesünderen Weg in der Medizin auch für Infektionskrankheiten nichts mehr entgegenstehen. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie kam denn das überhaupt, dass man angefangen hat, Bakterien zu Feinden zu erklären? Und das zu verstehen, hilft ein Blick ins 19. Jahrhundert. Und wir leben ja alle in unserem Zeitgeist und sind da ein Stück drin gefangen. Wir haben jetzt unseren digitalen Zeitgeist. Im 19. Jahrhundert war das Kämpfen ziemlich modern. Die Ärzte der damaligen Zeit, abgesehen von den vielen Kriegen, die so über die Lande zogen und die Preußen und die Russen und die Franzosen und die Preußen und alle so sich gegenseitig die Köpfe einschlugen, bildlich gesprochen, das kriegerische Denken also im Bewusstsein der Menschen sehr präsent war, wurden die Ärzte in Militärkrankenhäusern ausgebildet. Das heißt, was heute eine Uniklinik ist, so bestes Niveau an medizinischer Ausbildung, waren damals Militärkrankenhäuser. Berliner Charité unterstand auch dem Kriegsministerium. Und die Ärzte, die da arbeiteten, hatten in der Regel auch eine soldatische Ausbildung. Das heißt, in ihrem Denken gab es Feinde. Die waren da draußen und da drin war man friedlich. Und wenn die da draußen böse auf einen zukamen, musste man sich verteidigen. Angriff und Verteidigen. Dann hatte ja Charles Darwin das Konzept des Kampfes ums Dasein installiert. Eine Kapitelüberschrift in seinem Buch. Und dann dachte man, das, wenn man das liest, kann man es auch anders deuten. Aber es wurde so interpretiert, dass man sich bekämpfen müsste, um zu überleben und der Tüchtigste gewinnt und darf weiterleben. Machen Sie diese Erfahrung eigentlich? So gerade hier? Haben Sie hier gekämpft, um Ihren Platz zu kriegen? Also es ist eigentlich keine Erfahrung, die man wirklich nachvollziehen kann. Wir möchten lieber geliebt werden und wir möchten auch lieber lieben, als dass wir jemanden bekämpfen. Also bekämpfen macht nicht wirklich Spaß. Das macht man aus Wut und Hass und Frust und Angst und allem Möglichen, aber nicht gerne. Aber es war damals ein Zeitgeist, entschuldige, wenn ich den Männern jetzt zu nahe trete, aber da haben die Männer, wenn sie zwei Männer lieben, eine Frau, da hat man sich duelliert. Interessanter Ausdruck von Liebe. Ja, also ein Zeitgeist des Kämpfens. Kämpfen war in. Und dann hat man Mikroskope verbessert, hat Bakterien angeguckt und hat gedacht, die kämpfen auch. So einfach ist das. Eine Projektion, würde der Psychologe sagen. Dann hat man gesehen, da auf der Platte, so Kulturplatten, wachsen die einen, wachsen die anderen. Und wenn die einen wachsen und den anderen begegnen, an dem Punkt, wo sie sich begegnen, wachsen die einen weiter und die anderen nicht. Daraus hat man geschlossen, die einen bekämpfen die anderen. Das ist so ungefähr, als würden Sie jetzt in Berlin auf eine Kreuzung gucken von oben drauf und sehen die Autos. Und dann bleiben die stehen und die anderen fahren weiter und dann bleiben die stehen und die anderen fahren weiter. Dann sehen sie immer, wer gewonnen hat. Ja, haben die gekämpft gegen die und die gegen die und dann gucken sie als Außerirdische drüber und sagen, boah, die kämpfen mit den Autos und immer gewinnen mal die einen, mal die anderen. Und wir sitzen unten und sagen, rote Ampel stehen bleiben, grüne Ampel weiterfahren. Ja, wir waren im Zeitgeist im 19. Jahrhundert, da hatte man das alles noch nicht. Aber wie gesagt, also man hat, das Kämpfen war in den Köpfen eine erstrebenswerte Qualität, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Das hat dann mit den beiden Weltkriegen sehr schmerzlich geendet. Da haben wir dann eine bittere Erfahrung gemacht. Und jetzt sind wir davon ein bisschen abgekommen. Bei den Bakterien hat man das aber einfach weitergemacht. Nicht? Das ist ein Missverständnis. Und deshalb können wir das auch leichthin wieder ändern. Sind Sie jetzt ganz entspannt mit der Technik? Gut, ich auch. Ja, aber aus dieser Vorstellung, dass die Bakterien sich gegenseitig bekämpfen, hat man geschlossen, dass die Bakterien auch uns bekämpfen. Im Buch ist noch ein bisschen gründlicher ausgeführt, das kann man dann belegen. Aber das Menschenbild ist interessant, was dahinter steckt. Und ich möchte mit Ihnen heute eine Menschenbildsentwicklung durchmachen. Sie machen heute Nachmittag in der kurzen Zeit im Zeitraffer eine rasante Entwicklung durch bezüglich des Menschenbildes, Mensch und Mikrobe. Denn die Vorstellung damals war, der Mensch ist steril, die Bakterien sind draußen und greifen den Menschen an und wir müssen uns verteidigen.
Und wenn man diese Vorstellung hat, dass da jemand Böses ist, der mir was Böses will, ist klar, dass ich den weghaben will. Und das hat man dann mit so militärischen Begriffen gemacht. Das muss man den armen Ärzten nachsehen, weil das war deren Denken. Und die haben also größtenteils auch als Soldaten gekämpft an der Front. Und das färbt dann natürlich auch ein bisschen ab. Und als dann diese Entdeckung kamen und man gesagt hat, also die führenden Mikrobiologen der Zeit, wie gefährlich die Bakterien sind, endet ein Vortrag, den Robert Koch vor 5000 Ärzten in Berlin gehalten hat im Jahre 1890 mit folgendem Satz: Und so lassen Sie mich, und achten Sie mal auch auf den Tonfall, und so lassen Sie mich denn diesen Vortrag schließen mit dem Wunsche, dass sich die Kräfte der Nationen auf diesem Arbeitsfelde und im Kriege gegen die kleinsten, aber gefährlichsten Feinde des Menschengeschlechtes messen mögen und dass in diesem Kampfe zum Wohle der gesamten Menschheit eine Nation die andere in ihren Erfolgen immer wieder überflügeln möge. Hören Sie das 19. Jahrhundert? 16 Jahre später bekam er dafür den Nobelpreis. Natürlich auch für anderes. Also die Nobelpreise könnte man in der Mikrobiologie da in jener Zeit ein bisschen anders verteilen. Aber ja, also der Vortrag von Robert Koch 16 Jahre später, anlässlich der Verleihung des Nobelpreises, lautete, dass also der Anfang gemacht ist und der Kampf sich nicht von oben herab diktiert wird und sich auch nicht immer, interessanterweise, im Einklang mit den Regeln der Wissenschaft entwickelt, sondern aus dem Volke selbst hervorgeht, dass sein Todfeind endlich richtig erkannt hat, gemeint ist die Tuberkulose. Und dann endet das: Der Kampf ist auf der ganzen Linie entbrannt und die Begeisterung für das hohe Ziel ist eine so allgemeine, dass ein Nachlassen nicht mehr zu befürchten ist. Wenn in dieser kraftvollen Weise weitergearbeitet wird, dann muss der Sieg errungen werden. Nun, wir einige Generationen später wissen, was daraus geworden ist. Ich bin ziemlich sicher, dass Robert Koch auf seiner Wolke sehr gnädig auf uns herunterblickt und dankbar ist, dass wir das jetzt so weiterentwickeln. Ich glaube, dass er heute auch anders denken würde als damals in diesem Zeitgeist. Denn hier werden Heilungsprozesse mit kriegerischen Strategien verwechselt. Das hat dann auch das Vokabular geprägt. Das finden Sie auch in den Fachbüchern, ne? Die Angriff und Verteidigung. Und zum Beispiel spricht man ja von einer Bakterienkolonie. Eine Kolonie ist so eine kleine Häufchenfamilie, ne? Bakterienfamilie, die man so sehen kann mit bloßem Auge. Warum hat man das Kolonie genannt? Weil auf einer Kulturfläche die Bakterien neues Land besiedelt haben, wie man damals in Afrika die Kolonien gegründet hat. Nennt man das die Bakterienkolonie. Also wir Menschen haben unsere Vorstellung auf die Bakterien projiziert. Und unsere Hausaufgaben hier und heute und jetzt, Sie kriegen heute Hausaufgaben auf, Sonntagnachmittag, ist, diese Projektion von den Bakterien wieder runterzunehmen zu unserer eigenen Gesundheit. Wenn wir das machen, ist der Rest eigentlich ziemlich einfach. Denn Heilung kann nie mit Gewalt erreicht werden. Gewalt erzeugt Gegengewalt, Widerstand und was man alles sonst so hat im Leben. Das erleben wir weltweit im Moment bitter. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir sagen, Infektionskrankheiten haben mit Bakterien zu tun, was macht man mit dem am besten, den man für seinen Feind hält, um Frieden zu schließen? Haben Sie eine Idee? Was macht man mit seinem Feind am besten, um Frieden zu schließen? Umarmen. Umarmen ist sehr mutig, okay. Da würde ich noch einen Schritt dazwischen legen. Ja, können Sie auch versuchen. Wie wäre es denn mit Kennenlernen? Ich muss doch erstmal wissen, wen habe ich denn da vor mir? Bevor ich Sie zu meiner Feindin erkläre, gucke ich doch lieber erstmal hin. Vielleicht sind Sie ganz anders. Also Kennenlernen. Und das wollen wir heute. Dafür habe ich die Bücher geschrieben. Weil alles das, was wir heute nicht bereden, können wir dann zu Hause weiter ziemlich viel Hausaufgaben lesen. Ja, es wäre schrecklich, Sie gingen nach Hause und wüssten nicht, was Sie tun. Ja, also unsere Aufgabe ist heute, Frieden zu schließen. Und damit können wir jetzt im Moment anfangen. Sie wissen, wir haben ganz viele Bakterien im Bauch. Ja, das hat sich schon rumgesprochen. Haben Sie die Freunde, die Sie im Bauch haben, schon begrüßt heute? Dann legen Sie mal Ihre Hand auf Ihren Bauch. Das ist da, wo es warm ist, da, wo der Erdbeerkuchen war oder das leckere Mittagessen hier. Begrüßen mal Ihre Freunde. Unzähliges, geistern da immer so Millionen, Billionen, Billiarden, kein Mensch kann die zählen. Also auf jeden Fall mehr als Facebook. Ja, Sie haben so viele Freunde, das wussten Sie noch gar nicht. Ja,
Die begrüßen Sie jetzt alle sehr herzlich und danken Ihnen dafür, dass Sie gerade Ihr köstliches Essen verdauen und Sie können sich darauf konzentrieren, hier zuzuhören. Das ist Arbeitsteilung, oder? Ja. Also, man hat also dann gemerkt, irgendwann, dass Bakterien im Darm sind. Und dann hat man gedacht, nicht gut. Die müssen weg, die sind gefährlich. Und dann wurde aber parallel die ein oder andere Stimme lautes gesagt, es gibt aber vielleicht doch noch gute. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Menschenbild. Das zweite Menschenbild heißt, es gibt gute und böse Bakterien. Also erst Bakterien alle böse, Mensch steril. Stimmt nicht. Dann zweite Variante, okay, es gibt ja auch ein paar gute. Das war Variante 2. Da haben wir die Welt wieder in gut und böse geteilt. Gute Bakterien, die werden geschluckt als Probiotika und böse Bakterien werden bekämpft mit Antibiotikum. Immer dann, wenn der Mensch in eine Wertung geht und sagt, das ist gut und das ist böse, sind die Probleme vorprogrammiert. Wenn Sie Ihre Mitmenschen in gut und böse, nehmen Sie Ihre Familie, ja, Ehemann, Kinder, Großmutter, Schwiegereltern und teilen die jetzt in gut und böse, dann kriegen Sie ein Problem. Früher oder später, wenn die das mitkriegen jedenfalls. Bakterien kriegen das auch mit. Ja, also Bakterien in gut und böse zu teilen, ist wieder eine menschliche Perspektive, denn die waren schon vor 3,8 Milliarden Jahren auf dem Planeten. Wissen Sie, was das ist? 3,8 Milliarden Jahre. Wenn man hier einen 4,50 Meter, das ist ungefähr die Breite des Zeltes, 4,50 Meter Schnur nimmt für 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte, wissen Sie, wo der Mensch anfängt, Homo sapiens? Ein Zehntel einer Stecknadel. Und der ganze Rest, ja, von 3,80 Meter ab, gab es schon Bakterien. Also wir sind Neulinge und die haben einen ziemlichen Vorsprung. So, ganz nebenbei. Ja, aber man hat in Gut und Böse geteilt und dann hat man also Probiotika entwickelt. Und man wusste ja nicht, was die Bakterien da im Bauch so alles treiben und war sich nicht so ganz sicher. Und man stellte sich damals eine Darmintoxikation vor, eine Vergiftung, die aus dem Darminneren sich in den ganzen Körper auswirkte. Dafür machte man Fäulnisbakterien verantwortlich, die im Darm leben. Dass eine solche Vorstellung nicht ganz unberechtigt war, erweist sich heute allerdings genau andersherum, nicht wegen der Bakterien, sondern bei ihrem Mangel. Bei Mikrobiomstörungen mit einer zu großen Durchlässigkeit der Darmschleimhaut wegen Bakterienmangel gelangen Stoffe ungefiltert direkt in Blut und Leber und vergiften in Anführungsstrichen von da aus tatsächlich den menschlichen Organismus. Als der bulgarische Medizinstudent Stamen Grigorov Sauermilch zum Studium mit an die Universität nach Genf nahm, ahnte er nicht, dass er damit Geschichte schreiben würde. Er mikroskopierte sie und entdeckte im Jahre 1905 Bakterien darin, die später Bacillus bulgaricus genannt wurden, heute Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus. Davon schrieb sein Institutsleiter, dem Nachfolger von Louis Pasteur, der berühmte Pionier in Paris, an dessen berühmten Institut in Paris. Dieser Nachfolger war Elias Metschnikow und der hatte jahrelang versucht, den Darm beim lebenden Menschen zu desinfizieren, um ihn völlig von diesen Bakterien zu befreien, die offensichtlich bloß das Leben verkürzten. Das hat er mit Quecksilber versucht, mit Carbol, mit Naphthalin. Also ist ganz interessant, das Buch zu lesen, ist Zeitgeschichte. Ja. Also es ist eben nicht gelungen. Ne? 10 Jahre lang versucht, hat nicht funktioniert. Nun hatte eine Umfrage durch ihn ergeben, dass in Bulgarien die meisten Hundertjährigen in Europa lebten. Als Metschnikow, der diese Studie machte mit den meisten Hundertjährigen in Bulgarien, nun von den bulgarischen Bakterien in der bulgarischen Sauermilch hörte, führte Metschnikow das hohe Alter der Bulgaren auf ihren regelmäßigen Verzehr der dortigen Sauermilch zurück. Logisch? Zwar aß man damals dort natürlich auch milchsauer fermentiertes Gemüse und lebte vielleicht auch ansonsten gesund, doch darüber sprach man gerade nicht. Jedenfalls vollzog Metschnikow eine gedankliche Kehrtwende und empfahl fortan Joghurt zur Förderung der Gesundheit und Verlängerung des Lebens. Da er just im Jahre der Nobelpreisverleihung für seine Entdeckung von Fressimmunzellen 1908 diese Gedanken über gesunde Lebensweise veröffentlichte, fanden sie große Verbreitung und Bulgarien wurde um ein nationales Wahrzeichen reicher.
Der im nördlichen Europa bis dato unbekannte Joghurt mit Lactobacillus bulgaricus wurde ab 1919 als Heilmittel für kindliche Durchfälle in Apotheken zunächst in Spanien vertrieben und sein guter Ruf als förderliche Bakterienkur für den Darm nahm seinen Lauf. Deshalb ist Joghurt so gesund. Das wissen Sie ja jeder. Ne? Weil wenn man Antibiotikum geschluckt hat, sollte man hinterher Joghurt essen. Das hat sich so eingebürgert. Das kommt daher. Parallel passiert aber noch was anderes. Louis Pasteur hat der Milchpasteurisierung seinen Namen gegeben. Denn in unseren Breiten kannte man zwar keinen Joghurt, aber natürlich Dickmilch und Sauermilch. Das war das Gleiche bei uns übersetzt auf mitteleuropäische Verhältnisse. Das, was da unten Joghurt wurde, wurde bei uns Sauermilch. Nun sagte man ja, aber natürlich, Bakterien sind gefährlich und machen krank, also dürfen die Bakterien nicht mehr in der Milch sein und man fing an, Milch zu pasteurisieren. Dann fehlten die Bakterien und dann musste man Joghurt schlucken, damit man wieder Bakterien hat. Merken Sie was? Ja. Aber wir sind ja auf dem besten Weg der Besserung. Also, Bakteriengemeinschaft im Biofilm. Einzeller waren die ersten Lebewesen, die wohl vor mindestens 3,8 Milliarden Jahren auf der Erde lebten. Zunächst bestand diese aus Gasen, Ammoniak, Schwefel, Wasserstoff, so alles, was so in der Nase beißt, in denen elementare Vorgänge abliefen, dann aus einer Art globalem Plasmapudding, also die Erde war gasförmig, dann war sie Plasmapudding, in dem sich Moleküle zu Membranen zueinander fügten. Eine lebendige Abgrenzung zwischen einem Innen und Außen entstand, die ersten Einzeller. Gleichzeitig bildeten Einzeller Verständigungsmöglichkeiten aus. Man geht davon aus, dass bereits die ersten in großen Gemeinschaften zusammenlebten. Sie bildeten Biofilme. Das sind Milieus, in denen die Bakterien ihre Stoffwechselprodukte so anreichern, dass sie darin dauerhafte Strukturen im Miteinander bilden. Solche bakteriellen Biofilme sind beispielsweise der schmierige weißliche Belag, der sich auf den Zähnen bildet, die nicht geputzt werden. Oder der sich im Inneren von Schläuchen entwickelt, wenn man sie nicht genügend spült. Oder im Küchensiphon, ne, dieses kann man wie so eine Haut dann abziehen, das ist ein Biofilm. Im Boden sind pflanzliche Feinwurzelspitzen von Biofilmen umgeben und auch die Darmschleimhaut hat ihren Namen wegen des Biofilms, der auf den Darmzellen aufliegt. Alle diese Häute sind von organisierten Einzellern gebildet und sie bilden neue Lebensräume aus. Das sind die Urlebensräume auf unserem Planeten Erde. Ernährung als Gespräch mit den Bakterien. Die Verständigung der Bakterien beschränkt sich nicht nur auf ihre charakteristischen Botenstoffe, die von Einzellern abgegeben werden. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen ausführen. Bakterien haben auf der Oberfläche kleine Empfänger und geben Botenstoffe ab. Das heißt, jedes Bakterium, egal wo, unterhält sich mit all ihren Nachbarn. Also, die können alle jede Zeit gleichzeitig miteinander kommunizieren. Das ist faszinierend. Das wäre so, als würden wir hier jetzt alle gleichzeitig jeder mit jedem reden. Ich möchte es nicht ausprobieren. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr viel verstehen. Die Bakterien können das, tauschen sich aus. Und nur deshalb, weil sie sich untereinander austauschen und miteinander alle sich abstimmen, können sie so ein Gemeinschaftsorgan bilden wie das Mikrobiom, was zum Beispiel in uns ist. Setzt ja voraus, dass man sich verständigt. Und mit der Ernährung reden wir da mit. Also, jede Substanz dient als Signal, das den Bakterien irgendetwas erzählt. Also auch Bruchstücke von Pflanzenresten, synthetischen Stoffen, Mineralien, Gasen, Flüssigkeiten, im Klartext unsere Nahrung, Kleidung, Kosmetik, Medizin, Körperpflegemittel, Wasser, Atemluft und alles sonst. Alle Vitamine und Hormone, Spurennährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Aromamoleküle können Signalwirkungen auf die Bakterien haben. Wir können gar nicht in unserem Leben nicht mit den Bakterien kommunizieren. Mit jedem Molekül unserer Welt gehen wir beständig mit unserem Mikrobiom in Kontakt. So gibt es bakterielle Botenstoffe, die der Verständigung zwischen Bakterienarten untereinander dienen, zugleich auch im Obst wie Erdbeeren, Pampelmusen, Ananas, Buchweizen und Tomaten vorkommen.
Sie finden sich in Aromastoffe in gekochten und fermentierten Lebensmitteln, Käse, in Wein. Sie entstehen je nach Herstellungsweise beim Rösten vom Kaffee. Und Vitamin C ist auch ein solcher Botenstoff, der mit den Bakterien kommuniziert. Diese Kommunikation geschieht wechselseitig. Bakterielle Signalmoleküle werden über die Haut und Schleimhäute in die Blutbahn aufgenommen, wirken dort und kreisen durch den Körper. Einige von ihnen zählen zu den Nervenbotenstoffen, die im Nervensystem und bis im Gehirn wirken. Was sie, wann, wo und wie tun, weiß man noch nicht. Vor kurzem hat man aber entdeckt, dass ein Botenstoff, den man bislang bloß aus der Verständigung von Bakterien untereinander kannte, bei Menschen für die Regulation der Herzfrequenz zuständig ist. So sprechen unser Herz und unsere Bakterien bereits eine gemeinsame Sprache. Umso schlimmer ist es, wenn wir mit Bakterien tötenden Mitteln dazwischen platzen. Da diese ja in der Medizin angereicherte Signalbotenstoffe von Bodenpilzen sind, wie Penicillium, torpedieren sie isoliert, multipliziert, verändert, synthetisch modifiziert und nachgebaut jede angemessene Kommunikation. Bakterielle Resistenzen sind nichts anderes als die naturgegebene Antwort der Mikroben auf unsere Art, mit ihnen zu reden. Wollen wir die gigantischen Probleme lösen, die daraus folgten, liegt es an uns, uns anständiger und kooperativer mit ihnen zu unterhalten. Von vor 3,8 Milliarden Jahren bis von vor wenigen Jahrzehnten, als der Mensch auf diesbezügliche Abwege geriet, waren sie diese friedliche Kommunikation auch überall auf der Erde gewöhnt. Schließen wir also Frieden und finden wir zur aufrichtigen Zusammenarbeit mit der größten Biomasse in der Erde zurück. Unser Menschenbild muss also komplett korrigiert werden. Weder steril noch draußen bedrohlich, noch es gibt Gut und Böse, sondern wir sind durchströmt von Bakterien. Wir Menschen sind ein Fließgleichgewicht. Wir nehmen auf, wir scheiden aus, wir nehmen mit Bakterien auf und scheiden mit Bakterien aus. Wenn es gut geht, ist ein Drittel bis die Hälfte unseres Stuhlgewichtes Bakterien und andere Mikroorganismen, die nehme ich da jetzt mal so mit rein. Das heißt, wir sollten auch ziemlich viele Bakterien zu uns nehmen. Aber was machen wir mit unserem ganzen Essen und mit dem, was wir sonst zu uns nehmen? Alle Bakterien beseitigen. Also gesund ist, Bakterien aufzunehmen und auszuscheiden. Und dann zwischendurch sind die bei uns im Körper. Und die sind auch auf dem Körper. Die sind auch auf ihnen jetzt drauf. Ihre ganze Haut ist imprägniert und sie prägen damit auch ihre Kleidung. Und mit den neuen Methoden, mit denen man Bakterien finden kann, da lässt man sie nicht wachsen auf einer Platte, sondern analysiert ihre Gene, kann man jetzt sogar nachweisen, welche Person welche Bakteriengene hat. Und dann haben sie wie einen Fingerabdruck ihre ganz persönliche Bakterienbesiedlung. Und wenn wir uns jetzt langweilen würden und hätten ganz viel Geld und technische Möglichkeiten, dann könnte man nachher einen Versuch machen. Sie alle würden aufstehen. Wir würden jeden Sitzplatz auf Bakterien angucken. Wir würden sie angucken, bakteriell, und man könnte sie zuordnen, wie bei Memory. Weil sie ihre Bakterien auf dem Sitzplatz hinterlassen. Einen Abdruck. Das nutzt man schon in der Forensik. In einer Spazierung, da liegt eine Leiche auf dem Teppich. In der Eifel gibt es so viele Krimis, ne? Eifel-Krimi und so. Ja, ist das hier auch so? Schrecklich. Ja, also ich bin mehr fürs Lebendige. Aber angenommen, wir hätten eine Leiche und wollten wissen, was die vorher gemacht hat. Da könnte man von den Fingerspitzen die Mikroben abnehmen und gucken, ob der vorher am Computer war oder am Telefon oder in der Küche oder an einer anderen Person oder im Bett gelegen hat. Da könnte man im Bett gucken, ob die Bakterien von der Person, die jetzt da nicht mehr ganz lebendig auf dem Boden liegt, vorher im Bett gelegen hat. So kann man das machen. Im Rückschluss ist es aber auch so, dass wir alle verantwortlich sind für die Bakterien, die wir in die Welt schicken. Ist das nicht spannend? Das, was wir essen, unsere Kleidung, Körperpflege, verprägt unseren bakteriellen Fingerabdruck. Und damit gehen wir in die Welt hinaus und verteilen den. Hier ist viel frische Luft, aber wenn wir jetzt in einem geschlossenen Raum wären, nach einer Stunde hätte jeder von uns 1 Million bakterielle Partikel abgegeben, hat man gemessen. Und dann hätten wir die auch eingeatmet vom Nachbarn drüber und so. Dann wären wir hier ein großes Mikrobiom. Schöne Vorstellung, oder? Gruselt sie? Na, das war schon immer so. Keine Bange. Sie haben es bis jetzt überlegt, sie werden es weiter überleben. Aber das ist eine Anregung, weil man kann dann die Raumluft bakteriell imprägnieren, wenn man Atembeschwerden hat, zum Beispiel.
dann verändert man das. Oder man sprüht sich mit Bakterien ein, wenn man das Gefühl hat, mein Fingerabdruck ist heute nicht so ganz gut drauf. Meine Haut juckt und kratzt, ich habe einen Mückenstich. Sprüht man sich ein mit Bakterien, verändert das. So gut, oder? Und der Körper reagiert darauf. Also ein anderes Menschenbild. Wir sind ein Fließgleichgewicht. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber kennen Sie einen Ameisenhaufen? Das kann einem helfen bei der Vorstellung, was ein Mikrobiom ist. Weil ein Ameisenhaufen ist ein Haufen. Und dieser Haufen ist ein Haufen. Und die Ameisen sind dann sozusagen wie die Bakterien bei uns im Körper. Wir sind eine Form, wie so ein Ameisenhaufen, nur ein bisschen differenzierter. Ohren, Augen, Nase, Mund und so, Ärmelchen zum Bewegen. Und da wuselt es auch die ganze Zeit. Und die Form bleibt bestehen und der Inhalt verändert sich. Ja? Das ist wichtig, dass Sie das verstehen. Also wenn Sie ein anderes Bild brauchen, dann nehmen Sie eine Welle. Sie stellen sich vor, Sie sitzen an einem Bach und da fließt das Wasser und dann ist ein Stein und vor dem Stein entsteht eine Welle. Dann bleibt diese Welle immer da vor dem Wasser stehen. Das ist eine Form. Aber das Wasser durch die Welle durch ist immer neu. Können Sie überlegen, gucke ich mir das Wasser an, immer von oben nach unten, dann habe ich eine ständige Bewegung. Gucke ich auf die Form, auf die Welle, bleibt die auch gleich. Beides gleichzeitig. Ist das nicht spannend? Und so sind wir Menschen. Das ist das neue Menschenbild. Wenn man die Bakterien hinzunimmt, wir sind eine Welle. Das ist wichtig zu verstehen, weil man nämlich dafür sorgen muss, dass genug reinkommt und wieder rauskommt, dass der Fluss schön im Strom bleibt, keine Blockaden dazwischen. Und wenn man da reinhaut, macht man eine Blockade. Und wenn man das unterstützt, löst man sie wieder auf. So sind die Bakterien, obwohl wir sie nicht sehen, für uns die Grundlage unserer Struktur. Und auch die Brücke zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Denn Bakterien sind für uns unsichtbar, die sind in der Luft, die sind im Boden, wir sehen sie nicht. Aber gleichzeitig machen sie uns sichtbar. Ohne Bakterien gäbe es uns nicht. Das ist was zum Philosophieren zu Hause. Auf jeden Fall kommt es darauf an, welche es sind. Und davon ist abhängig, wie es den Bakterien geht und wie es uns gibt. Wir arbeiten nämlich zusammen. Und das können wir gestalten mit unserem Leben. Egal, was ich in meinem Leben tue, gestalte ich meine Bakterienbesiedlung. Wenn ich zum Beispiel im Winter mit der dicken Jacke zu Hause sitze, habe ich eine andere Bakterienbesiedlung auf der Haut, als wenn ich jetzt bei so einem schönen Sommertag wie hier in Mecklenburg alles von mir reiße und gehe durch die Sonne spazieren und lasse mir die Sonne auf die Arme scheinen, habe ich eine andere Bakterienbesiedlung. Das heißt, unser Mikrobiom ist auch noch in einem Jahresrhythmus. Das ist nicht das ganze Jahr gleich. Und deshalb ist wichtig, dass wir auch im Rhythmus leben. Das ist sogar in einem Tagesrhythmus. Sie haben morgens ein anderes Mikrobiom als mittags und abends. Wir sind Rhythmuswesen und das Mikrobiom macht den Rhythmus mit. Deshalb ist bei der Umstellung zur Sommerzeit immer so ein Problem. Ja, da kommt plötzlich so eine Verschiebung rein, da muss unser Mikrobiom sich erstmal dran gewöhnen. Ja, wo haben wir denn unsere Bakterien her? Wissen Sie das? Wo haben Sie Ihre Bakterien her? Man hat bis jetzt geglaubt, dass man die mit der Geburt bekommt. Das ist richtig, aber tatsächlich bekommen wir sie schon vorher. Und das ist richtig spannend. Es fängt nämlich damit an, dass eine Zeugung nur dann möglich ist, wenn Vater und Mutter gesunde Bakterien haben. Wenn Vater und Mutter keine gesunden Bakterien haben oder Vater oder Mutter keine, aber die mischen sich ja ständig, ne? Das ist dann schon ziemlich ähnlich in der Familie. Ja? Wenn wir keine gesunden Bakterien haben, sind wir nicht zeugungsfähig. Warum? Weil das Baby im Mutterleib frische, knackig, gesunde Bakterien braucht. Sollten Sie also jemanden kennen, der gerne Kinder kriegen möchte und keine Kinder kriegt, empfehlen Sie mein Buch. Sie können es auch selber erklären, aber es macht es dann leichter, wenn Sie... Ja, also jedenfalls ist das ein guter Tipp, dass man die Bakterienbesiedlung korrigiert durch alles Mögliche, Zähne sanieren, bessere Ernährung, was auch immer, Desinfektionsmittel weglassen, ne, wenn man das übertreibt irgendwo. Ja, aber nur als Tipp. Ja, Vater und Mutter haben gesunde Bakterien, damit das Baby gezeugt werden kann. Und dann ist es so, dass das Baby im Mutterleib schon mit mütterlichen Bakterien versorgt wird. Da gibt es kleine Zellen, die heißen dendritische Zellen, die haben Ärmchen. Die gehören zu den Immunzellen. Und die fahren die Ärmchen, bildlich gesprochen, die fahren die Ärmchen aus, pflücken in der Darmschleimhaut Bakterien der Mutter. In der Schwangerschaft sind die Zwischenräume da zwischen den Zellen ein bisschen gelockert, pflücken die. Geben die ins Blut und schicken die zum Baby. Und dann wird das Baby im Mutterleib, in der Gebärmutter mit Bakterien besiedelt. Und jetzt weiß man, wenn das nicht stattfindet, bilden sich die Zellen nicht richtig aus. Die Nervenzellen, die Blutzellen, die Immunzellen werden dann gar nicht entwickelt, wenn die Bakterien nicht dabei sind. Das heißt,
mit dem ersten Moment des Lebensbeginns beginnt unsere Kommunikation und Kooperation und der Kontakt zwischen Einzeller, Mikroorganismen und einzelnen Körperzellen. Da fängt das an und das setzt sich lebenslang fort. Differenziert sich, dann kommt die Geburt dazu, dann kriegt das Baby die Bakterien, die mit dem Geburtsweg mitkommen. Können wir nachher beim Fragen noch, ich sehe die Fragen auf Ihrer Stirn, können wir nachher darauf eingehen. Ja, dann nimmt es mit der Ernährung und mit den Händen, Papa tätschelt, Oma, Opa, kommen die Familienbakterien dazu. Und dann kommt die Muttermilch dazu und die Mutter hat ja die Bakterien vorher mit den dendritischen Zellen dem Baby in die Gebärmutter, übers Blut, über die Plazenta in die Gebärmutter gegeben, also richtig ins Blut rein, über die Nabelschnur. Jetzt ist das Baby geboren worden, jetzt wird umgeschaltet, jetzt geht es in die Muttermilch. Und in der Muttermilch sind die genau die passenden Bakterien, die jetzt das Baby, was frisch geboren ist, braucht, damit diese Entwicklung weitergeht, damit der Darm schön mit Bakterien besiedelt wird. Und mit der Muttermilch gibt es dann auch noch spezielle Eiweiße, die die Bakterien versorgen, die dann im Babydarm den Darm ausbilden. Es ist ein Zauber. Ja, es ist ein Wunderwerk, wie wir alle entstanden sind, gebildet worden sind. Es dauert etwa 3 Jahre. Und interessanterweise parallel mit der Ich-Entwicklung, dass so ein Kind Ich sagt, ist das Mikrobiom, die haben die Bakterien so weit geübt, dass das Mikrobiom dann miteinander wirkt und dann so normalerweise stabil durch das ganze Leben geht, wenn man es nicht stört. Ja, und dann ist natürlich wichtig, dass alle Oberflächen, innere Oberflächen, äußere Oberflächen von einer Fülle und Vielfalt in der richtigen Ordnung von Bakterien besiedelt sind, die da friedlich und ständig mit unseren Körperzellen zusammenarbeiten. Und man hat natürlich weiterhin ständig den Austausch. Und die prägendste Einwirkung auf unsere inneren Bakterien, aber auch dann auf die Hautbakterien und das ganze Mikrobiom erfolgt dann, worüber, was denken Sie? Was meinen Sie, was am meisten unsere Bakterien dann prägt? Die Ernährung. Artgerechte Ernährung für den Homo sapiens. Artgerechte Ernährung, ganz wichtig. Denn wenn ich eine Möhre esse, vermehren sich in meinem Verdauungstrakt die möhrenverdauenden Bakterien. Wenn ich ein Stück Schokoladenkuchen esse, Sie merken, ne, das Buffet da vorhin, ja, dann vermehren sich die schokoladenkuchenverdauenden Bakterien. Wenn ich eine Currywurst esse, dann kümmern sich die Currywurst-verarbeitenden Bakterien darum. Das heißt, die vermehren sich dann auch und werden aktiv. Mit unserem Essen sind wir ein Musiker, der auf der Klaviatur der inneren Bakterien Musik macht. Ich entscheide, was ich esse und die Bakterien machen daraus, was sie können. Und dann vermehren sich die Bakterien nach dem, was ich gegessen habe. Deshalb ist Ernährung so wichtig für uns, weil die Bakterien, die sich da vermehren, machen sehr unterschiedliche Dinge bei uns. Es gibt Bakterien, die wirken aufs Nervensystem, die wirken mehr darauf. Und dann gibt es auch Einseitigkeiten. Wenn Sie zum Beispiel eine Diät machen und essen nur noch Schokoladenkuchen, wäre ja mal eine nette Diät, ne? Aber tun Sie es bitte nicht, ich habe es nicht gesagt. Ja? Dann würden sich nur noch Schokoladenkuchen vermehrende Bakterien in Ihrem Darm vermehren und was passiert dann? Richtig, Sie werden krank. Jede Einseitigkeit macht krank. Artgerechte Ernährung für Homo sapiens ist eine Mischkost. Saisonal, regional, frisch, am besten, optimale Qualität. Und von allem ein bisschen, damit man alle Bakterien so in sich immer mal wieder ernährt. So wie eine Fruchtwechsel draußen auf dem Feld. Das ist auch, damit die Wurzelbakterien sich immer wieder aktivieren können. Im Laufe der Menschheitsentwicklung hat sich ein abgestimmtes Miteinander zwischen Bakterien, Körpersäften und Gewebezellen entwickelt. Dieses Miteinander ist in gewissem Umfang flexibel, lässt sich doch nicht beliebig auf völlig andere Essgewohnheiten abändern. Es gibt faktisch eine artgerechte Ernährung für Homo sapiens, nämlich eine abwechslungsreiche, vollwertige Mischkost. Alles, was außerhalb dieser Spanne artgemäßer Ernährung liegt, verändert das Mikrobiom dermaßen, dass der Körper nicht mehr im Einklang ist und der Organismus schließlich erkrankt. Und genau das ist in den zurückliegenden Jahrzehnten in der westlich industrialisiert genannten Welt unzähligen Menschen passiert. Man weiß naturgemäß wenig über Mikrobiome vorgeschichtlicher Ahnen, kann jedoch an den gegenwärtigen Kulturen, die als Jäger und Sammler oder Ackerbauern leben, ablesen, dass ihre Mikrobiome von großer Vielfalt und Fülle geprägt sind und dies in Übereinstimmung mit einer naturnahen Kost steht. Ihre Mikrobiome sind flexibel, das heißt, die innerlichen Mikrobenarten können beispielsweise auf Tagesrhythmus
und jahreszeitliche Nahrungsschwankungen angemessen mit Vermehrung oder Verringerung reagieren. Solche Völker ernähren sich zu großen Teilen von pflanzlicher Kost, auch die Jägervölker, ergänzt durch einen Anteil an Fleisch. Dies unterstützt die Bakterien. Beim Verzehr frischer oder frisch verarbeiteter Pflanzenteile erhält der Körper schließlich immer das passende Verhältnis von Gewebenahrung zu Bakteriennahrung. Blätter, Wurzeln oder Früchte enthalten stets die zur Verdauung passenden Ballaststoffe und übrigens auch die dazugehörigen sekundären Pflanzen- und Mikronährstoffe. Je nach Nahrungsangebot entwickeln sich dabei Besonderheiten in Volksstämmen heraus. Bei Japanern fand man zum Beispiel im Darmmikrobiom die Fähigkeit ausgeprägt, Seetang durch bakterielle Enzyme zu verdauen. Während ein Teil der Bakterienarten im Mund, Magen und Darm zu großer Beständigkeit neigt und erst auf langfristige Umstellungen der Nahrung mit einer Veränderung reagiert, gibt es andere, die kurzfristig reagieren, und zwar auf jede Mahlzeit. Möchte man ihre Zusammensetzung verändern, kann man dies also über die Ernährung tun. Bei drastischer Ernährungsumstellung, beispielsweise auf stark Eiweiß- oder stark Kohlenhydrate-Kost, verändert sie sich bereits nach einem Tag. Das Mikrobiom übersetzt solche Veränderungen für den Körper und ähnelt so einem Bakterienorchester, das nach der Partitur der Ernährung für den Körper musiziert. Ja, man kann also Veränderungen der Bakterienbesiedlung herbeiführen, zum Beispiel durch die Ernährung, aber auch gezielt durch die Anwendung bakterieller Heilmittel. Und ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir da ein bisschen drüber reden. Man hat nämlich schon immer Bakterienmischungen aus der Natur und aus der Kultur verwendet, um damit zu arbeiten. Schon seit alters her nehmen Menschen Mikroorganismen als Hilfe zur Heilung, bloß anders, als wir uns heute Medizin vorstellen. Man entnahm sie dem eigenen Lebensraum und gab sie dorthin, wo man es für nötig fand. Somit waren es immer Mischkulturen. Erst nachdem Louis Pasteur Reinkulturen erfunden hatte, betrachtete man Bakterien überhaupt als Einzelzellkulturen. Und damit begann ihre Fehldeutung in Bezug auf den Menschen in einzelnen Stämmen als Krankheitserreger oder Gesundheitsbringer. Es begann ihre Bekämpfung mit Antibiotika, Züchtung als Probiotika und neuerdings ihre erhoffte Entwicklung von Einzelzellstämmen als Medikament. So verstrickte man sich seither Zeit, Kraft und Geld aufwendig in dem aussichtslosen Streben nach Kontrolle und Beherrschung der mikrobiellen Welt. Unsere Vorfahren wählten einen leichteren Weg. Sie nahmen die Mischungen, wie es sie in Natur oder Kultur gab, und gaben sie in das Erkrankte. Nach traditionellen Überlieferungen, frei von Angst, seit Menschengedenken und überall auf der Welt. Sie hatten dafür die Auswahl zwischen Bakterien aus spontanen Prozessen in der Natur, aus tierischen oder menschlichen Exkrementen, aus fermentierten Lebensmitteln, gerade fermentierte Getränke wie Traubenwein, Honigwein, Bier, Sauermilch mit all ihren örtlich jeweils verschiedenen Mikrobenmischungen gab es in allen uns bekannten Kulturen. Überall wurden sie auch als Heilmittel genutzt. Und nach wie vor tragen Menschen der Hirtenkulturen wie in der Mongolei Joghurt auf kranke Haut auf, um sie zu heilen. In Griechenland ist es heute ebenfalls üblich, bei einem Sonnenbrand Joghurt auf die Haut aufzutragen. Wein. Das bedeutendste fermentierte Heilmittel war über Jahrtausende der Wein. Gemeint war damit der natürlich gegorene Most aus natürlich angebauten Weintrauben. Gegoren heißt bakteriell fermentiert. Er galt in den alten Kulturen als Heilmittel für Leib und Seele, als Trank der Götter, der Himmel und Erde verbindet und der den Menschen an seinen Urquell anschließt. Dies ist er heute weiterhin als Träger der eucharistischen Wandlung im Heiligen Abendmahl. Diese Kraft zur Verwandlung lässt Wein wie ein bakteriell fermentiertes Urmedikament erscheinen. Und nicht umsonst hat die Apotheke ihren Namen von ihm, denn das ursprünglich griechische Wort Apotheke für Abstell-, Vorrats-, Raum bei den Römern Apotheker benannte einst den Lagerraum, in dem junger Wein verwahrt wurde.
Im Mittelalter hieß so das Magazin für Kräuterweine Apotheke, das dann auch Heilkräuter enthielt. Später wurden Apotheken Orte der Arzneimittelherstellung und erst ab dem 19. Jahrhundert zum Verkaufsraum anderswo produzierter Pharmaka. Auch das Prosit, möge es nützen, stammt aus dem medizinischen, ärztlichen Vokabular für die Wirkung des Weines als Heilmittel. So mag es kaum verwundern, dass nicht nur Ärzte aller Zeiten die Heilwirkung des Weines priesen, jene Lieblingsmedizin aller Patienten, sondern genauso Philosophen und Gelehrte, unter denen der von 45 bis 120 nach Christus lebende Plutarch sich mit dem Satz verewigte: Wein ist unter den Getränken das Hilfreichste, unter den Arzneien das Angenehmste und unter den Nahrungsmitteln das Schmackhafteste. Wein wurde pur getrunken oder mit Wasser verdünnt, mit Heilkräuterauszügen fermentiert oder äußerlich angewendet. Beispiele für seine Anwendung würden Bände füllen. Wein war nachweislich noch im Jahre 1892 für kranke Mitglieder der Ortskrankenkasse Heidelberg eine in Apotheken auf medizinische Verordnung erhältliche Leistung. Das endete leider im 19. Jahrhundert, nachdem Louis Pasteur die alkoholische Gärung als bakteriellen Prozess analysiert hatte. Und bald war nur noch der Weingeist in der Apotheke erhältlich, dann bloß noch reiner Alkohol. Übrig blieben heute in alkoholischen Konservierungsmitteln gelöste medizinische Tropfen. Ein Überbleibsel aus Weinmedikamentenzeiten sind die Hoffmannstropfen. Ein Mittel des Weintherapeuten und Leibarztes der Könige Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. von Preußen. Von Friedrich Hoffmann, das bei Ohnmachten helfen soll. Auch der Dämmerschoppen ist eine Erinnerung an die Weintherapie. Es ist das vor und nach dem Sonnenuntergang zu trinkende Gläschen. Ist das eine Weinflasche, die Sie da gerade ansetzen? Prost! Prost! Auch der Dämmerschoppen ist eine Erinnerung an die Weintherapie. Es ist das vor und nach dem Sonnenuntergang zu trinkende Gläschen Wein, das im Jahre 1327 der kaiserliche Hofarzt Rombaut dem Mainzer Bischof Matthias von Bucheck für seine Gesundheit verordnete. Es gibt neuerdings, zum Trost, wissenschaftliche Studien, die die gesundheitsfördernde Wirkung in Maßen täglich genossenen Weines wieder legitimieren. Also, Prosit! Aber nicht nur der Wein wurde als bakterielles Heilmittel verwendet, man verwendete auch die Bakterien der mit den Menschen zusammenlebenden Tiere. Das innige Zusammenleben von Haustieren mit Menschen brachte Ähnlichkeiten in den Heilanwendungen mit sich, mit wechselseitigem Gebrauch der jeweiligen Gaben. Die Tiere dabei mit Bakterien zu behandeln, war allenorts üblich. So wurden neugeborene Ferkel vorsorglich mit Kuhmist abgerieben und wenn diesen es gerade nicht gab, mit gereiftem Kompost aus dem Garten. Diese Imprägnierung schützte sie vor unerwünschten Bakterien. Man trug auch frische Kuhfladen in den Ferkelstall. Fehlten sie, weil die Herde auf der Weide oder ihr Mist vom Frühjahrsgras zu dünnflüssig war, holte der Knecht mit der Schubkarre stattdessen aus dem Dorfweiher frischen Schlamm. Wenn in der Eifel, wo ich lebe, die Maul- und Klauenseuche umging, wurde das Vieh mit einer Lehmpackung um die Hufe bis über die Knöchel in den Mist gestellt. Sah man bei einem Tier Symptome, wischte der Bauer mit einem Speichel aus dessen Maul und versah damit alle anderen Tiere. Das war wie eine Art Impftherapie. Wurde ein Kälbchen mit einem Kaiserschnitt geboren, nahm man ebenfalls einen Strohwisch, nahm etwas vom Scheidenausfluss der Mutter und rieb das ganze Kälbchen damit ein und gab ihm was ins Maul, damit es keinen Durchfall bekam. So ähnlich taten es Landhebammen, früher mit mütterlichem Scheidensekret für Kaiserschnittbabys, nicht mit Stroh, ne? Also eine Methode, die übrigens gerade als angeblich ganz neue Idee bei Babys kürzlich mit einer Pilotstudie in den USA eingeführt wurde.
Man nahm Tierbakterien traditionell auch für die Heilung der Menschen. Hatte ein Betrunkener eine Alkoholvergiftung, packte man ihn nackig bis oben hin im Pferdemist in den Stall. Bei einer Erkältung wurde man zum Ausmisten in den Stall geschickt, in den Schweinestall, wo man üppig mit Bakterien und obendrein mit einer Portion Ammoniak versorgt wurde, was die Atemwege wieder frei machte. Kinder mit Keuchhusten brachte man ebenfalls in den Stall. Bei einer Nagelbettentzündung hieß es, die Hand einer Kuh direkt beim Koten unterhalten. Und wer Tuberkulose hatte, schlief entweder im Zimmer über dem Kuhstall oder gleich im Stall drin. Kuhdung nahm man für Umschläge. Und bei Koliken flößte man Kranken den ausgepressten Saft eines Kuhfladens ein. Oder man presste den Saft aus Schweinekot aus und trank ihn. Man hatte also ein ganz natürliches Verhältnis zu den Bakterien, ganz natürlich. Und diejenigen von Ihnen, die das Glück haben, die erste Auflage des Buches noch zu erhalten, haben das auf ihrem Buchrücken. Das Buch heißt ja Natürlich heilen mit Bakterien. Und auf der Rückseite der ersten Auflage können Sie lesen, was da steht. Natürlich mit Bakterien. Na, etwa ohne Bakterien? Ist leider geändert worden. Das war natürlich ein Versehen. Ich fand das klasse. Das erste Buch mit zwei Titeln. Also, das wird mal richtig, richtig rar. Sie können ja gucken, ob von der ersten Auflage hier noch Exemplare gibt. Es gibt mal eine blaue Mauritius. Blau, ne? Ja. Ja, aber dieser natürliche Umgang mit den Exkrementen. Ich war letzten Sommer in Österreich zu einem Kongress eingeladen, Vorträge zu halten. Und am letzten Tag hatte ich dann frei sonntags, bin dann oben auf dem Berg mit der Seilbahn natürlich. Und dann wollte ich aber nicht mit der Seilbahn runter, weil die letzte schon um 4 ging. Habe gedacht, ach, das sind zwar 1000 Höhenmeter, aber lässt du dir noch ein bisschen Zeit. Der Tag ist lang, ne, Sommer, und läufst du zu Fuß runter. Und dann bin ich dann so losgelaufen und habe natürlich nichts zu essen und nichts zu trinken. Zu trinken konnte man da aus dem Bergbächen, das ging, aber nichts zu essen gehabt. Und so nach 2 Stunden war ich dann ein bisschen hungrig und dachte, jetzt bräuchte ich eigentlich mal was zu essen. Und der Himmel hat es gefügt, dass eine Alm da kam. Und da waren Kühe und da waren Menschen, dann habe ich freundlich gefragt. Und dann wurde ich natürlich gefragt, wo ich herkomme, warum ich da bin und so. Und dann kamen wir auf Bakterien zu sprechen. Das geht bei mir immer ziemlich schnell. Und dann habe ich die auch gefragt, wie war das denn bei Ihnen? So, ja klar, mein Großvater hier auf der Alm, wenn der Durchfall hatte, der hat den Kuhfladen genommen und einen Tee draus gemacht. Ja, machen Sie das bitte jetzt nicht zu Hause mit dem Mist vom Kuhstall nebendran. Das geht nur, wenn Sie 100% sicher könnten, sicher wissen, was die Kuh gefressen hat, nämlich wunderschöne Almkräuter oben in dem Berg, nie in Kunstdünger gesehen, keine Chemie, kein also irgendwie Kram, ja, sondern ganz gesund. Und wenn Sie wissen, wie der Kuhfladen ist und die Kuh gesund ist, also nicht jetzt unbedingt nachmachen, aber für uns ist einfach wichtig zu wissen, dass wir als Menschen auf der Erde potenziell in diesem lebendigen Kreislauf, dem Fließgleichgewicht, von dem wir gesprochen haben, eingewoben sind. Ja, und dann geht das, dann ist die Kuh gesund und dann kann uns die Bakterienbesiedlung aus einem gesunden Kuhfladen, aus gesunden Almkräutern helfen, wenn unsere Bakterienbesiedlung nicht gesund ist. Das hat man früher überall gemacht. Fragen Sie mal nach. Also nächste Hausaufgaben, wenn Sie Spaß haben. Fragen Sie in der älteren Generation in ländlichen Regionen nach, dann wird man Ihnen einiges erzählen können. Aber bitte nicht nachmachen. Das geht heute nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und wir dürfen erst wieder unseren Landbau, unsere ganze Ackerbaukultur, die Fütterungstechnik, die Tierhaltung so ändern, dass die Tiere wieder so gesund werden. Das wäre eine Zielvorstellung, dass wir wieder so gesunde Tierhaltung haben, dass der Kuhfladen prinzipiell auch genießbar wäre. Und daran, welchen Ekel wir empfinden, wenn wir nur dran denken, können wir ablesen, dass das nicht der Fall ist. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da wir das also jetzt nicht nehmen können, ist die Frage, was machen wir denn dann, wenn unsere Bakterienbesiedlung nicht ganz gut ist und wir haben eine veränderte Bakteriensiedlung auf der Haut und es fängt an zu jucken oder es gibt einen Ausschlag oder wir haben einen Reizdarm oder wir vertragen das Essen nicht mehr. Weil die Bakterien sind ja diejenigen, die das Essen übersetzen. Ich esse was, die Bakterien übersetzen das so, dass das in den Körper reinpasst. Und wenn die Bakterien fehlen und die Übersetzung nicht mehr funktioniert, kriege ich eine Lebensmittelunverträglichkeit. Da fehlt der Übersetzer. Und in ursprünglich urtümlich lebenden Kulturen in Amazonien und Indonesien, Papua-Neuguinea, bei den Zentralgebieten von Afrika, hat man Bakterienuntersuchungen gemacht. Man hingegangen hat gesagt, wir erzählen Ihnen was von Bakterien, die sind wichtig. Okay. Man hat festgestellt, die haben ein Viertel oder noch mehr Bakterienvielfalt, mehr als wir.
Also wir haben durch unsere Art zu leben in den letzten Jahrzehnten und durch die Vorstellung, dass wir Bakterien ausrotten müssten und das, was wir dann überall da angestellt haben, haben wir unsere persönliche Bakteriensiedlung in ihrer Vielfalt um ein sattes Drittel ungefähr verringert. Und das, was diese Bakterien eigentlich in unserem Körper tun, das Gehirn versorgen, die Haut versorgen, die Koordination, Lernfähigkeit, das weiß man inzwischen, ne? Hängt alles mit den Bakterien zusammen, das fehlt dann auch. Interessant, oder? Und dann wird man krank und dann sind wir unglücklich. Und dann hat man jetzt lange, lange nicht gewusst, warum Menschen Zivilisationskrankheiten kriegen. Den Begriff gibt es schon lange und dass das mit unserer Lebensweise zu tun hat, weiß man auch schon lange. Aber warum und wie man sie vor allen Dingen dann behandeln kann, das wusste man nicht. Und dieser Schlüssel ist die Bakterienbesiedlung. Deshalb heißt das eine Buch, ich sollte ja Ihnen die Bücher vorstellen, Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit. Da sind die Details alle drin. Da können Sie nachlesen, wie die Zusammenhänge sind zwischen dem menschlichen Darm und den Bakterien und den ganzen Zusammenhängen zum menschlichen Körper. Und daraus folgt natürlich die Frage, wie kann man sich jetzt was Gutes tun, wenn man schon krank ist? Klar, Bakterien schlucken über eine gesunde Ernährung, frisches, regional, saisonal und so, was wir gesagt haben. Immer schön was Verschiedenes, abwechslungsreich, der Jahreszeit angemessen. Aber wenn man jetzt richtig krank ist, genügt das nicht. Dann braucht man eine, was ich Mikrobiomtherapie genannt habe. Eine Mikrobiomtherapie. Einklang innerhalb des Menschen. Die Umsetzung einer Mikrobiomtherapie beinhaltet sowohl medizinische Hilfe als auch, genauso wichtig, eine mikrobiomfreundliche Lebensführung. Letztere liegt völlig in der Verantwortung des oder der Erkrankten mit den persönlichen Umständen. Bakterien sind Lebewesen. Bakterien aufzutragen oder zu schlucken, ohne ein bakterienfreundliches Leben zu führen, ist ein kraftraubender Widerspruch und erfahrungsgemäß für eine wirkliche Heilung ungenügend. Heilung geschieht, indem Einklang innerhalb des Menschen wiederhergestellt wird. Dem Körper wird gegeben, was ihm fehlt: Nahrung, Bakterien, Ballaststoffe, Rhythmus und Lebenssinn. Er erhält Impulse zur Selbstregulation durch Bakterien oder und andere Heilmittel. Und drittens, die Ursachen für die Erkrankung wie unnatürliche Nahrung, schädliche Verbindungen, schlechte Gewohnheiten unter antimikrobielle Einflüsse werden weggelassen. Da zu dieser Therapie eine Sichtung der Lebensführung gehört, die man nur für sich selbst leisten kann, kommt ein Mikrobiomkranker, um gesund zu werden, nicht umhin, sich Zeit für eine wie auch immer geartete Bilanz seines Lebens zu nehmen. Diejenigen, die dies getan haben, sind nach meiner über 17-jährigen Erfahrung damit alle gesünder, glücklicher und zufriedener daraus hervorgegangen. Auch langjährig bestehende Krankheiten, darunter Leaky Gut, Ekzeme, Reizdarm, Unverträglichkeiten, psychische Störungen, Schmerzzustände und chronisch entzündliche Darmerkrankungen wurden geheilt. Neu an diesem Heilungsweg sind die praktische Anwendung und die Hilfe von Bakterien in Form eines lebendigen Mikrobenteams. Dahinter steht die Erfahrung, dass es bei einer Erkrankung, bei denen das Mikrobiom beteiligt ist, nicht genügt, bloß Einzelstämme zuzuführen. Bisher hat man Bakterien therapeutisch in Einzelstämmen oder als Summenpräparat mehrere Einzelstämme gegeben. Aber wenn ein Mikrobiom aufgrund eines Mikrobiomschocks oder Mikrobiommangels gestört ist, bezieht sich dies immer auch auf die Gemeinschaftsstruktur. Es genügt dann nicht, in dieses Chaos im Mikrobiom einzelne Mikrobenstämme hineinzugeben. Das Durcheinander wird dann zwar angereichert, aber nicht unbedingt geordnet. Zur Heilung gehört die Ordnung im bakteriellen Miteinander. Da wir über diese Ordnung im Einzelnen bisher jedoch kaum etwas wissen, können menschliche Eingriffe da hinein womöglich noch störender wirken, als es die Auslöser ihrer Unordnung ohnehin schon waren. Daher lässt man besser die Finger von Manipulationen bei den Bakterien und traut ihnen stattdessen zu, das zu tun, was sie seit Milliarden von Jahren auf der Erde unentwegt tun, ihr Miteinander selbst zu regeln. Man gibt also ein lebendiges Team natürlicher Mikroorganismen hinzu,
das bereits durch die Art der Kultivierung gesund miteinander lebt, beispielsweise die effektiven Mikroorganismen. Die Erfahrung zeigt, dass jene in mikrobieller Kooperation lebende Mikrobengemeinschaft, wenn sie in ein gestörtes Umfeld gegeben wird, dieses nicht nur bereichert, sondern dort einen Impuls zur Reorganisation gibt. Die zuvor gestörte mikrobielle Lebensgemeinschaft kann durch einen solchen Impuls an seine eigentliche Ordnung gewissermaßen wieder angeschlossen werden. Bildlich gesprochen wirken sie im Körper so, wie wenn bei einem Orchester, das aus dem Takt geraten ist, der Dirigent neu den Taktstock hebt. Natürlich müssen dann noch ausreichend Musiker da sein, ihre Instrumente heben, möglichst gestimmt und Noten besitzen, anhand derer sie sich ausrichten können. Harmonie ist dann nur noch eine Frage möglichst friedlicher Ordnung. Wie diese Therapie im Einzelnen aussieht, guckt man dann von Person zu Person, was man braucht. Hier sind die Details alle dann aufgeführt, aus denen man sich das rauspicken kann, was man braucht. Auch die Anleitung dazu. Ich habe Ihnen noch ein paar Fallberichte mitgebracht, was ja Spaß macht, zu hören, wenn andere gesund geworden sind. Nicht wahr? Fallbericht Leistungssportlerin. Eine 16-jährige Leistungssportlerin hatte sich für die Weltmeisterschaft einer Kampfsportart qualifiziert. Während des täglich 2- bis 3-stündigen Vorbereitungstrainings trat immer häufiger Übelkeit auf, bald darauf verbunden mit Schwindel und Erbrechen. Schließlich neigte sie zu Ohnmacht bei körperlicher Anstrengung. Ärztliche Behandlung brachte keine Besserung. Sie bekam zunehmend Schmerzen in Brust, Kiefer, Ohren und Kopf. Trainingsänderungen, Stressbewältigungstherapien und Hypnose blieben wirkungslos. Appetitlosigkeit trat hinzu und mit einem hinzukommenden grippalen Infekt war sie 6 Wochen vor dem Wettkampf trainingsunfähig und kampfunfähig. Es erfolgte die Einnahme von EM, effektive Mikroorganismen, beginnend mit einem Tropfen zu jeder Mahlzeit täglich um je einen Tropfen steigernd. Dazu eine biologische Mikronährstoffversorgung. Am 2. Tag verschwanden die grippalen Symptome, Erbrechen und Übelkeit ließen nach, der Appetit kehrte zurück. Nach 5 Tagen war sie symptomfrei. Sie konnte das Training wieder aufnehmen und wurde Vize-Weltmeisterin. Fallbericht Clostridium difficile Durchfall. Da möchte ich vorwegschicken, was das ist. Clostridien sind eine Bakterienart. Difficile, lateinisch, heißt schwierig. Das ist wieder so eine menschliche Bezeichnung für ein armes Bakterium, das für schwierig erklärt wird, obwohl es ja nichts anderes tut, als da zu leben, wo es lebt und versucht zu überleben, und tritt auf, wenn ein Mensch im Übermaß bakterientötende Erlebnisse hatte. Was natürlich heutzutage, wenn Sie zu einer Operation ins Krankenhaus kommen, sehr häufig der Fall ist. Wenn man dann danach nicht gleich wieder aufbaut und an die Bakterien denkt, kann es ein Problem geben. Also selbst wenn man ja einen Nagel entfernt bekommt oder eine Kleinigkeit, wird das heutzutage antibiotisch abgedeckt. Und dann ist es wichtig, sofort danach wieder dafür zu sorgen, dass den Bakterien wieder gut geht. Wenn das nicht passiert, vermehren sich dann gerne diese Clostridien und die sind ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr, also die reagieren dann auf gar keine Kommunikation mehr. Wenn die Art der Kommunikation mit ihnen immer ist, hau ab, und sie sagen, nee, ich wohne aber hier, ich will hier überleben, dann entwickeln die Strategien, dass sie sagen, ich höre auf gar nichts mehr. Und dann hat der Mensch einen dauernden Durchfall und das ist richtig schlimm. Und da habe ich einen Fallbericht für Sie mitgebracht. Ein 81-jähriger Herr, mobil und geistig fit, war wegen eines Routineeingriffs im Krankenhaus und erhielt dort standardgemäß ein Antibiotikum. Nach der Entlassung bekam er Durchfall. Eine Stuhldiagnostik zeigte einen unauffälligen Befund. Dennoch erhielt er erneut ein Antibiotikum, woraufhin zunächst Verstopfung bekam, die im Laufe 3er Wochen wieder zu Durchfall wurde.
Es folgte die Krankenhauseinweisung wegen Flüssigkeitsverlust und Kreislaufschwäche. Es wurde eine Clostridium difficile Infektion diagnostiziert. Die leitliniengerechte Behandlung, Leitlinien, das ist das, wozu die Ärzte mehr oder weniger verpflichtet sind, durchzuführen, weil das der Standard an Behandlung ist, der von den Ärzten erwartet wird. Die leitliniengerechte Behandlung erfolgte mit einem Antibiotikum. Es erfolgte eine Besserung, danach wurde er mit Verstopfung entlassen. Im Laufe der folgenden Tage trat wieder eine abnehmende Festigkeit des Stuhls ein, übergehend in erneuten Dauerdurchfall. Binnen 4 Wochen wurde er wegen Schwäche bettlägerig. Erneute Krankeneinweisung, erneute Gabe eines Antibiotikums. Er wurde pflegebedürftig mit Verstopfung entlassen. Nach einigen Tagen erfolgte ein erneuter Übergang in Durchfall. Daraufhin suchten die Angehörigen andere Hilfe. Die Empfehlung lautete effektive Mikroorganismen- und Nährstoffversorgung in folgender Dosierung. Zu Beginn für 2 Tage täglich einen Tropfen zum Essen, dazu 10 ml Nährstoffpräparat auf 800 ml Quellwasser verdünnt, schluckweise je 200 ml vor den 4 Mahlzeiten zu trinken. Einmalige Ganzkörperwaschung mit effektiven Mikroorganismen und Umgebungsbehandlung mit effektiven Mikroorganismen. Das heißt, man nimmt eine Sprühflasche, tut die Bakterien da rein, sprüht das Bett, das Kopfkissen, die Raumluft mit verdünnten Bakterien ein, um das ganze Milieu wieder in eine friedliche Stimmung zu bringen und den Bakterien ein Signal zu geben, wir mögen euch, wir wissen, dass es euch gibt, wir schließen Frieden, hier kriegt ihr die Kameraden dazu, die euch helfen, wieder in einem friedlichen Miteinander eine Ordnung aufzubauen. Ab dem 3. Tag 2-mal täglich einen Tropfen EM und über den Tag verteilt 12 ml Nährstoffpräparat. Man schleicht sich also immer ganz langsam ein mit in so schweren Fällen mit ganz klitzekleinen Mengen. Ein Tropfen Bakterienlösung am Tag kann in solchen Fällen für einen Einstich genügen. Und dann lieber langsam und regelmäßig aufbauen, als dass man das nachher irgendwie überstürzt. Da weder zusätzliche Symptome noch Verschlimmerungen eintraten, 5. bis 7. Tag täglich 4-mal ein Tropfen. Plus 15 ml Nährstoffpräparat, weitere allmähliche Steigerung der jeweiligen Menge bis auf täglich 20 Tropfen EM plus 20 ml Nährstoffpräparat. Derweil kam es zu einer langsam zunehmenden Stuhlfestigkeit und allmählichem Kräftezuwachs. Der Patient konnte bald wieder aufstehen, nach 4 Wochen war er beschwerdefrei. Langfristig wurde eine kleine Einnahmemenge von beidem beibehalten, es trat kein Durchfall mehr auf. Fallbericht Schädel-Hirntrauma mit chronischen Durchfällen. Ein jetzt über 30-jähriger Mann war mit 22 Jahren bei einem Verkehrsunfall sehr schwer verletzt worden. Mit Schädel-Hirntrauma, Schädelbrüchen, Gehirnverletzung und Gehirnblutung und mehreren, zum Teil offenen Knochenbrüchen beider Beine und Verlust eines Oberschenkelstückes. Er wurde lange Zeit künstlich beatmet, mehrfach jeweils unter Antibiose operiert und erhielt vorsorglich Antibiotikaketten in seine Wunden. Die Ernährung erfolgte lange Zeit durch eine Magensonde. Wegen Verstopfung gab man Makrogol, das eine antibakterielle Nebenwirkung hat. Zum Schutz vor Schäden durch rückfließende Magensäfte erhielt er einen Protonenpumpenhemmer zur Magensäurereduktion. Da können wir gleich bei den Fragen noch drauf eingehen, was das für Folgen hat. Nach 3 Monaten bestanden die Eltern darauf, Makrogol durch selbstgefütterte, pürierte und eingeweichte Leinsamen zu ersetzen. Daraufhin wurde der Stuhl weich. Er hielt in der Rehabilitation ein Psychopharmakon zur Selbstmordvorbeugung wegen depressiver Verstimmung. Diese Psychopharmaka hemmen die Serotoninaufnahme. Und Serotonin wird im Darm von den Darmbakterien gebildet. Sodass man also mit einer gesunden Bakterienbesiedlung viel Serotonin produziert und mit einer nicht gesunden oder fehlenden wenig Serotonin. Und wenig Serotonin heißt unter Umständen, dass man depressiv wird und nicht mehr gut schlafen kann, weil Serotonin am Schlafwachrhythmus beteiligt ist. Bakterien können also eine Depression positiv beeinflussen und auch Schlafwachrhythmus positiv wieder unterstützen. Also, nach 1 Jahr wurde er in die häusliche Rehabilitation entlassen, mit Rollator, inkontinent und seither mit chronischen Durchfällen mit explosionsartigen, stinkenden Stühlen täglich. Dies sei laut Auskunft der Fachärzte eine übliche Begleiterscheinung nach Schädel-Hirntrauma.
Nach 10 Jahren hörten die Eltern erstmals von effektiven Mikroorganismen und begannen, EM tropfenweise zur Mahlzeit zuzugeben. Nach 3 Tagen begann eine Besserung. Sie steigerten die Dosis langsam auf 20 Milliliter täglich. Nach 2 Wochen traten keine Durchfälle mehr auf und es bestand keine Inkontinenz mehr. Die depressive Stimmung verschwand völlig, das Allgemeinbefinden besserte sich kontinuierlich und dadurch wurde nach 10 Jahren eine berufliche Rehabilitation möglich. Das sind Beispiele, die ich Ihnen mitgebracht habe aus einer Fülle von Beispielen, die ich in den vergangenen 17 Jahren kennenlernen durfte und die mir diesen Optimismus geben, zu sagen, die Bakterien sind der Schlüssel für die Zukunft einer Medizin, die wirklich heilsam ist. Voraussetzung ist, dass wir Frieden schließen mit ihnen und unsere Haltung den Bakterien als allererstes mal überdenken und korrigieren, dahingehend, dass wir ihnen gerecht werden. Und so lassen Sie mich diesen Vortrag, diese Lesung in Abwendung des Satzes von Robert Koch schließen, mit dem Wunsche, dass sich die Kräfte der Nationen auf diesem Arbeitsfelde und in Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit den kleinsten, aber größten Freunden des Menschengeschlechtes verbinden mögen und dass in diesem friedlichen Miteinander zum Wohle des Planeten Erde und unser aller eine Nation die andere in ihren Bestrebungen immer wieder überflügeln möge. Die Bakterien und ich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.